Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Ich zeige euch in diesem Video, wie man Cresselia fängt, die Voraussetzungen, um dieses Pokémon überhaupt zu begegnen und ein paar Tipps und Tricks. Denn Cresselia gehört in Sinnoh zu den Wander-Pokémon zusammen mit Vesprit. Heißt, dass sie immer nach dem ersten Zug flüchten. Aber auch dafür gibt es bestimmte Sachen, die ja, diese Flucht verhindern. Aber erstmal kommen wir zu den Voraussetzungen. Ihr könnt es euch schon denken, wir müssen Champion der Pokémon-Liga sein, sprich wir müssen die Story durchhaben und wir brauchen den nationalen Pokédex. Ja, haben wir diese beiden Faktoren erfüllt, fliegen wir nach Fleetbook. Rostaraptor, merci beaucoup. In Fleetbook angekommen, müssen wir zum Seemann unter der Arena. Ja, und der fragt euch erstmal, ey, möchtest du ein Seestechen, Eiseninsel abbrechen? Wir drücken auf Abbrechen. Er erwähnt gar nichts. Ja, jetzt müssen wir in sein Haus. Hier, Haus von Seemann Eldrich. Hier gehen wir jetzt rein. Dort ist seine Frau und sein Kind, was gerade schläft. Wir quatschen mal mit dem Kind. Der kleine Junge scheint einen schlimmen Albtraum zu haben. Er murmelt irgendetwas im Schlaf vor sich hin. Da, Dark, beobachtet mich. Okay, was sagt die Dame? Ich hätte nie gedacht, dass unser Junge mal in einem solchen Albtraum gefangen sein würde. Sowas ist schon einmal hier in Fleetbook passiert, und zwar vor langer Zeit. Es gab Menschen, die nie wieder aus diesem Albtraum erwacht sind. Ganz schlimm. Okay. Jetzt haben wir mit den beiden gequatscht und urplötzlich ist der Seemann depressiv as fuck. Ich habe die Liebe zum Meer verloren, seit mein Sohn in diesem furchtbaren Albtraum gefangen ist. So, aber vorher hat den... Nö, war nicht so. Ey, möchtest du einen See stechen? Ja, nein. Gehst ins Haus rein, quatsch mit dem Sohn und der Frau, kommst wieder raus. Ich bin so depressiv, Mann. Oh, um ihn daraus zu befreien, benötige ich die Lunarfeder von der Vollmondinsel. Sag, würdest du für mich zur Vollmondinsel gehen? Wenn nicht für mich, dann wenigstens für meinen Sohn. Ey, das ist Erpressung, Mann. Aber klar doch, Kollege. Bitte beschaffe mir die Lunarfeder, die man auf der Vollmondinsel findet. Nur damit kann mein Sohn gerettet werden. Ei, ei, Ankerlichten. Alright, dann cruisen wir mal mit dem Schiff zur Neumondinsel, hat er gesagt. Vollmondinsel. Sorry. Also, jetzt sind wir in der Vollmond... Nee, Neumondinsel. Oh Gott. Und ja, hier ist halt ein Durchgang. Und hier wartet schon Cresselia. Würde ich sagen... erstmal für die Thumbnail kurz. One moment. Bam. Bam. Okay. Ja, wir quatschen mit dem. Yo, was geht ab? Oh, ist ja schon gut. Das Pokémon ist davon geflogen. Irgendetwas funkelt an der Stelle, an der es sich zuvor befand. Was das wohl sein könnte? Die Lunarfeder. Schauen wir uns die mal an. Diese Feder leuchtet wie der Mond, kann angeblich Albträume vertreiben. Cool. Mit der Lunarfeder im Gepäck können wir auch schon wieder zurückgehen zum Seemann. Moin Kollege, das Pokémon, dem du gerade begegnet bist, ist das Lunar-Pokémon. Man erzählt sich, dass es in Sinnoh von einem Ort zum anderen fliege. Oh, dieses Funkeln, das ist also die Lunar-Feder. Damit können wir jetzt unseren Sohn retten. Yippie. Ja, jetzt sind wir wieder im Fleetbook, gehen ins Haus rein und geben dem Sohn die Lunar-Feder und der wacht dann jetzt auf. Der kleine Junge scheint einen schlimmen Albtraum zu haben. Die Lunarfeder beginnt zu strahlen. Gesicht entspannt sich und er wacht auf. Cool. Moin, Chef. Endlich, du bist aufgewacht. Mein kleiner Junge, mir kommen vor Freude die Tränen. Danke dir. Oh, ich bin so glücklich. Es gibt mir wieder die Kraft, in See zu stechen. Und was dich betrifft, mein Schiff steht ab sofort jederzeit für dich bereit. Dankeschön. Okay. So. Wie der Seemann bereits angesprochen hat, ja, treibt sich jetzt Cresselia ganz Sinnoh herum.
Was wir jetzt brauchen, ist eine ganz bestimmte Poketch-Funktion. Die habe ich noch nicht. Vielleicht habt ihr die schon. Wenn nicht, zeige ich euch, welche ich meine. Hierfür fliegen wir nach Yubei-Stadt und müssen dort in die Poketch-Zentrale, Poketch-Gesellschaft. Jedenfalls das Gebäude, wo der El Presidente drin ist. Ich glaube, das war hier. Ich glaube, müsste das Gebäude sein. Ja, da ist der El Presidente. Hi, moin, ich bin der Präsident, ja, weiß ich, deine Geduld wird belohnt, neue App, Notizblock, nee, die meine ich nicht. Hi, Landkarte, das meine ich. So, jetzt haben wir die Landkarte, sprich, wir öffnen Poketch und, wo ist jetzt die Landkarte? Nee. Hier. Und hier sieht man auch schon zwei Monster-Icons auf der Landkarte, die so blinken. Das sind einmal Cressidia und Vesprit. Ja. Es ist jetzt immer noch so, dass die immer den Ort wechseln, wenn ich eine Route switche. Ja, tatsächlich. Okay. Immer wenn ihr einen neuen Ort erreicht, dann wechseln die Monster ihre Location. Heißt, wir pendeln jetzt zwischen zwei Routen hin und her. Ah, okay, ist schon Volltreffer. Wenn das jetzt direkt Cresselia ist, dann wäre schon geil. Oh nee, dich suche ich doch gerade nicht, Mann. Und warum lead ich mit Luxtra? Ich will mit X-Bart leaden, weil das wichtig ist. 3 Uhr 28 nachts. Dann morgen. Okay. Okay. Also es hat gerade echt ein bisschen gedauert, um ehrlich zu sein. Aber hier ist es. Cresselia. Was wir jetzt machen können, ist, wir können halt direkt einen Meisterball schmeißen. So ist es ja nicht so, ne? Wir müssen beachten, dass es nach dem ersten Zug direkt flüchtet, auch wenn es schläft. Es gibt allerdings Attacken und Fähigkeiten, die das aufhalten. Attacken, Horrorblick und Rückentzug. Fähigkeiten in der Theorie, Wegsperre und Ausweglos. Allerdings wirken diese Fähigkeiten nicht auf Pokémon, die Fähigkeit Schwebe haben. Und Cresselia hat diese Fähigkeit. Sprich, mit Horrorblick sorge ich dafür, dass Cresselia nicht nach Turn 1 flüchtet. Boom. Ja, Cresselia kann nicht mehr fliehen. Jetzt können wir den jetzt halt einfach schwächen. Bam. Bodyguard, mach das ruhig. 12 Sekunden später. Ach, scheiß drauf, man, wer hat schon Zeit? Meisterball, let's go, bleib einfach drin. Gut. Ich bin echt müde geworden. Es hat echt nicht so. Es ging echt nicht so schnell. Ich glaube, eine Viertelstunde musste ich hoffen und bangen, dass der endlich hier auf meine Route kommt. Pokédex-Eintrag. Ja. Spitzname? Nö. Cresselia hat mindestens 3 DVs auf Sensationell. Das leite ich jetzt daraus ab, dass er Trainer, dass ich halt als erstes gezeigt worden bin. Und genau so ist es. Init, Spezialangriff und Verteidigung auf Sensationell. Das ist eigentlich ganz okay. Sprich, ich bräuchte nur 2 Kronkorken. Weil Angriff braucht er ja nicht, ne? Naja, das war das Cresselia-Video. Ich gehe jetzt pennen, Mann. Oh, es ist viel zu spät. Naja, in dem Sinne, wenn das Video euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr nichts verpassen möchtet. Ich möchte euch nicht länger aufhalten. Haut darin. Kurft da in.